Mal geil. Ja, irgendwie zockt gerade seine Oma, habe ich das Gefühl. Was ist los mit ihm? Wie gesagt, sie ist wahrscheinlich gerade im Zimmer, kann aber nicht reden. Und knallt deswegen unsere Teamkameraden ab. Genau. Das Begründung. Das ist die Begründung. Nee, Oma ist gar nicht hier. Komm schon. Lex, der Verdammte ist. Ich lagge wie Scheiße. Ich lagge wie Scheiße. Es ist halt gestorben. Hab ich gemerkt. Ja. Boah, 60 kb, 50 kb die Sekunde, 40. Ey, jetzt geht's richtig schnell, richtig schnell. Zurück, Pause und drück wieder Start. Alter, was ist Rockstar, ne? Oder wird's, ich glaube, ich... Drück einmal Pause, drück wieder Start. Bis du das letzte GTA aus mir kaufst, so geil es auch sein mag. Und die Surf und denen gehen ja gar nicht klar, ey. Du solltest sie einfach über Steam kaufen, so wie ich es auch gesagt habe. Von daher... Weil man wissen soll, dass die Surfer denen so hebräisch sind. Ja. Bei mir hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Hast du auch was Social Club oder was? Mhm. Wer ist gleich wieder da? Wobei ich beim Preload da was natürlich. Wer ist wieder da? Nee, ich meine, wir hatten gleich wieder das. Ich. Keine Ahnung, das hat bei mir die ganze Galana in das Spiel gekillt, jetzt gehe ich wieder an. Ja, es sind 70, trotzdem nur 70 kb die Sekunde. Ja, du bist ja genau in der Zeit, wo alle runterladen. Das hatte ich gestern teilweise. Ja, also was heißt genau in der Zeit, die alle runterladen? Ich, wie gesagt, ich lasse halt mittlerweile wirklich über 48 Stunden das Game runter. Ach so, okay. Ja, nee. Und zwar dauerhaft. Bei PC ist 48 Stunden an. So. Das regt mich gerade total auf. Ich habe ja 48 Stunden geladen und teilweise. 4 GB ist echt erbärmlich. Mal ein Ernstes. Ich habe Titanfall. Hat 55 GB. Ne, mit allen DLCs sind es glaube ich sogar 70. Habe ich runtergeladen in, keine Ahnung, 4 Stunden oder so? Weil selbst Origin-Server sind als die Social-Club-Server. Ne, das liegt einfach daran, dass halt einfach echt ein riesen Ansturm ist. Du wirst das in ein paar Tagen oder zwei, drei Wochen wirst das sehen, da wird das besser sein. Ja, aber das ist richtig. Ja, selbst Steam konnte das besser handeln als Steam, das ist doch richtig erbärmlich. Steam ist aber auch ein Milliardenunternehmen. Also bei Steam sind ja dauerhaft, glaube ich, 6 Millionen Leute online, ne? Die haben damit ja auch bestimmt schon Erfahrung gemacht, also Steam. Ja. Ja, geht Rockstar ja nicht mit GTA 4, ne? Nee, haben sie nicht. Da gab's keine Social-Scheiße, wo du dir den Key kaufen konntest. Ich? Nein. Ja. Ja, ist ja nochmal 350 MB runter. Ja, das hab ich gesagt. Also, Alex hat mich gerade angeschrieben und er meinte, ich starte mal eben alles neu. Etwa noch 25 Minuten. Alles klar. Noch wie viel? 25 Minuten ungefähr. Für 350 MB ungefähr 25 Minuten. Wollen fährst du, Robin? Bist du wieder da oder was? Mhm. Okay, ich hol dich ab, weil das Auto musst du sehen, das ist geil. Also mal so patchen an sich. Patcht ihr dann echt über Steam oder patcht ihr auch diesen Social? Über Steam. Ich hätte mir halt so gerne über Steam geholt, damit alle sehen, ich habe GTA 5 und die Hurensöhne nicht. Aber ich habe halt keine Lust, das runterzuladen, ne? Also, kannst du auch einfach über Steam das GTA 5 starten. Also kannst du GTA 5 zu deiner Bibliothek hinzufügen. Ja, so Steam-fremdes Spiel ist irgendwie ziemlich aus, als hätte ich kein Geld in der Tasche. Ja, wieso? Das macht doch da einen Unterschied. Kannst du auch nicht aus so einer Fake-Verknüpfung hinzufügen, was ein fremdes Spiel, was einfach Dings heißt? Ja, GTA kannst du machen. Ja, genau. Weißt du, als CSGO irgendwie in der Beta war und einer Closed Beta oder sowas und alle haben immer irgendwie Google Chrome auf CSGO Beta oder sowas umbenannt. Jeder hat das gemacht. Also, genauso ist das, wenn wir GTA 5 schaffen. Warte mal eben. Fährst du mich mal ganz kurz nach Hause? Jo, kann ich mir hinter dir, hinter uns. Warte. Wir zocken, ne? Was ist das denn für eine Karre, Alter? Ich weiß nicht, warum, aber ich habe zwei Sterne drauf. Auch nicht schlecht. Sag mal, ist die Charakterstellung, ist die immer noch so behindert mit irgendwie Eltern und Großeltern? Ja. Boah, das finde ich so dämlich, ne? So unnötig. Ich habe ein Red Hat draus bekommen, da war auch Ende. Kann man das im Nachhinein ändern oder muss das ein scheiß Red Hat bleiben? Nein, das kann man auch im Nachhinein ändern. Ich hab's einfach gelassen, weil es lustig war. Ja, ich bin jetzt tot, Robin. Danke. Ach, da bist du aber auch schon. Am Ende krieg ich halt irgendeinen Fettsack raus oder so, mal allen Ernstes. Ja, du kannst ja alles Nick passen danach. Die Eltern sind eigentlich relativ egal. Ja. Also danach kannst du so viel an dem Charakter umändern. Oh shit, Robin. Lol. Hä? Das ist vor mir vorbeigefahren und dann doch nicht. Okay, das und zum gehört das so platt vorne, Robin? Leute, irgendwie... Guck dir mal das Auto bitte von vorne an, Robin. Was ist los? Irgendwie ist mein Auto weg. Ja, Gott sei Dank.
Und dann hast du das Auto gekauft über das Internet? Okay, dann ist es schon versichert. Ja, aber das ist halt irgendwie weg, ne? Dann ist es zerstört. Geh mal auf Moss Merchant Insurance, ruf die mal an. Ach stimmt, die muss ich wieder anrufen. Ja genau, ich wollte gerade sagen, das habe ich ganz vergessen gehabt. Ist es automatisch versichert, wenn man es kauft über Cloud? This is Morse Mutual Insurance. Okay, kann man eigentlich auch Autos versichern, die man klaut, oder geht das nicht? Nein. Doch, aber hast du das Auto mal von vorne angeguckt? Aber nur Billigfahrzeuge. Nur Billigfahrzeuge, also zum Beispiel Adder oder sowas nicht? Das ist so eine Tischtennisplatte. Nein. Oh, das wäre voll geil, Mann. Den Adder, den kannst du auch nehmen, lass uns ganz kurz steckst du ein. Wenn man die kauft schon. Wenn man sie kauft, aber dann wirst du halt mal eben 700.000 oder 1 Million oder 2 Millionen oder 5 Millionen für so ein Auto los, ne? Ja, ich weiß, hab schon gesehen, Adder kostet 1 Million. Mit ja, Adder würde ich auch kaufen wollen, so. Das wäre das Ding, worauf ich gerade direkt sparen würde, so. Sollen wir mal zu Marco, Robin? Ja, Apartment juckt mich eh nicht so hart. Aber da so gleich. Heftiges. Du brauchst ein Apartment, um das Auto zu abschweißen. Ich sag ja, du brauchst die großen Apartments, um die Hilfsmission anfangen zu können. Apartment. Ja, ich mach einfach nur 80.000, das billige Apartment würde ich mir. Und da steh ich dann mit einem Adder rein. Jetzt machen wir mal einen Jump. Ich hab keine Ahnung, ob das gut geht. Okay. Na gut, dem Auto kann es ja nicht viel schlechter gehen. Das Auto beschleunigt richtig schnell. Hey, seid ihr das hier gerade? Warte mal, bleib mal ganz kurz, bleib mal stehen. Eine 80.000 Dollar Wohnung und 1 Million Dollar Fahrzeug. Hey. Ah, das Auto lebt noch. Sag mal, können die gar nicht abfucken oder sowas? Was können wir nicht? Die Autos, können die nicht abfucken oder sowas? Ja, aber die sind halt versichert. Oh, jetzt hat's bei mir gerade mega leck gehabt. Okay, dankeschön. Ist die Versicherung für immer gültig oder muss man die auffrischen oder so? Nein, die ist für immer. Oh, die Reifen sind Schrott. Ach, das Teil hat den Motor im Kofferraum da, ne? Warte mal, wo seid ihr gerade? Auf der Autobahn oben? Ja. Dann fahrt mal runter jetzt die nächste. Ja. Marc muss das Auto mal von vorne sehen. Ich muss das Ding mal sehen. Da bin ich. Oh, jetzt sieht das ja doch schlimm aus. BB. So, dann kann das Leckfest ja weitergehen. Was ist das denn? Was? Ja, das ist immer richtig kacke. Den rechten Reifen, Marc. Den rechts hinten, den Reifen. Ja. Ja, der ist ein bisschen schief. Ja, nur leicht. Was? Oh, ist das behindert. Alles in der Welt. Alter, ob wir das Auto noch weiter zusammen kriegen? Komm mal hierher. Komm mal ganz kurz mit. Jo. Jetzt lenkt er schön schnell um die Kurve. Dürf mal die Karre rein, die gerade der andere Alex hier hat. Ja, ach nee, doch nicht das. Das Ding geht so über dermaßen ab. Ohne Scheiß. Wir hatten Klaus schnell. Oh, ja. Probier mal das Ding, Alter. Das ist so übertrieben krass. Alter, das ist voll schnell. Jo. Robin? Lol, wieso steigt der aus? Ach so, hat er eingestellt, ja. Nee, ich hab nichts eingestellt. Ist für alle offen. Ach so. Also für Freunde und Teammitglieder. Voll dreist, ihr spielt. Wir sind aber keine Freunde. Ah, du bist aber, das Problem ist halt, du bist halt. Ich bin nicht mit dir befreundet. Ja, warte mal, ich mach's mal für alle. Ja, ich kann überhaupt schon spielen, Mann. Marc, so, ich offen. Weiß halt auch gerade eben nicht, ob ich irgendwie so jemanden getötet habe als Kind. Ja, du hast mich getötet. Ich hab halt so tot gelegt. Ja, du hast gezielt auf mich geschossen, das kannst du mir nicht erzählen, dass das ein aus Versehen war. Alles aus Versehen. Da war halt ein Typ, der hieß irgendwas mit 12 im Namen, auf den habe ich halt geschossen, das weiß ich. Der hing vor dem Klamottenladen rum. Nee, ich war im Auto drin, du hast mir einen Headshot gegeben. Ich habe halt auf jeden Fall auf einen Typen vor dem Klamottenladen, der irgendwas mit 12 hieß, geschossen. Ja, so krass, da hing ich so geduckt hinter dem Auto. Ich hab dich auch mal geedit, Alex, ne? Also nicht Alex. Ja, ich hab's gesehen, aber ich nehme das irgendwann später an. Ja, bei Zeiten können mich auch mal adden. Ich bin ja, mach ja bei euch dann wohl mit. Da hab mich Dell so eingezogen in eure Gruppe, so bei WhatsApp. Ja. I can see you're tempted. Ja, auch. Genau. Ja. Ey, Robin, das sieht so lustig aus. Das ist schon so ein eigenes Auto hier. Oh, dann müssen jetzt die Waffen alle nachladen. Ah, Leuchtpistole, sehr geil. Merton, hast du schon ein Apartment? Nö. Bin ja schon zugefügt beim Soul Club, Dell. Der Freundesumfrage geschickt. Komm, wir machen noch so einen Jump. Ja, hab ich die schon lange angenommen. Ah, ist okay. Ja, ist klar, hat man nicht nachgeguckt gehabt. So. Achso, neues Fail Army Video ist draußen, zur Hilfe, Leute. Okay, wann? Seit gestern Abend, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist erst seit heute draußen, oder? Habe ich gestern Abend mit den Ultimate hier. Board Fails oder sowas? Ja, das ist ja, Robin, ja, hab ich jetzt im Bett gesehen. Warte mal. Ja, hast recht, ja, genau. Na, hier runter kommt der Jump, glaube ich.
Ich finde halt auch diese Annäherungsminen richtig geil. Das sind solche Tretminen oder solche Claymores. Oh Mann, welches Level seid ihr eigentlich schon mit dem Claymore? Ich habe noch nicht viel gelevelt. Level 6, glaube ich. 168. Oh Gott, konntest du übertragen, ne? Mhm. Ja, genau. Dreist. Weil sonst wäre es echt krank. Ja, nee, klar, seit gestern. Wie Level kann man ungefähr an einem Tag machen, wenn man hart suchtet? 40? Ey, nein, um Gottes Willen. Bei weitem nicht. 5. Muss doch gleich mal so ein Wettrennen machen, oder? Wettrennen so krass wenig nur? Heftig. Ja. Irgendwie und alle kommt auch drauf an, auf welchem Level. Also Level 1 mach ich mal ungefähr. So also ein spontanes Rennen, oder was? Nee, nicht spontan, sondern so eine Flagge dahin fahren. Okay. Meinst du so irgendwo verschanzen und ja, aber dann lass uns das mal irgendwo treffen. Ja, genau. Grove Street, oder? Oder vorm Eck. Grove Street geht durch. Komm, Alex, steigst du ein? Ja, oder willst du das Auto nehmen? Die kennen die Strecke, weißt du? Nee, ich steig bei dir ein. Warte, ich steig die bei dir ein. Die kennen die Strecke, ey. Bestimmt. Ja. Doch, du, wir können ja halt noch spontane Rennen machen, ne? Wie funktioniert das? Das ist voll geil, man. Du sitzt einfach im Auto und ich drückst jetzt halt auf spontanes Rennen, klickst einfach auf den Spot in der Map und dann kannst du die Leute einladen. Und dann wird halt einfach ein spontanes Rennen mit so ein bisschen Wetteinsatz, irgendwie $1,000 oder irgendwie so ein bisschen was. Und ja, der dann halt so schnell wie möglich als erstes da ist, hat halt gewonnen. Das gibt's, kannst du über Flugzeug machen und in sonst was und Helikopter und Autos und Motorrad und Fahrräder und was weiß ich. Ja, das können wir danach machen. Ich würde ganz gerne mal ein paar Bullen beschäftigen. Dieses richtige Rennen ist aber auch ganz cool. Wir fahren ja jetzt. Was machst du? Was meinst du? Dieses richtige Rennen, also dieses Flagge ist auch ganz cool. Irgendwie gucken, wie auf die Autobahn Warte mal eben ganz kurz, ich brauch mal eben Kippen. Oder hier Snacks. Kannst du dir. Ach nee, du, Alex, du hast ja wahrscheinlich schon. Kippen brauchst du definitiv, Dell. Ja, du kannst dir halt auch Kippen in-game kaufen. Hab ich schon gesehen, als ich gestern zugeguckt habe. Alter, ich werd so. Mein Charakter wird direkt sterben, Alter. Krebs, Alter, ich schwör's euch. Mit nur Rauch mit dem, das ist unnormal geil. Was kostet Schachtel Kippen in-game? $8. Alter. Na gut, das geht ja noch halbwegs. Na. Kann man echt Krebs kriegen oder so? Nee, ne? Nein, aber du verlierst halt Gesundheit. Ja, aber es reduziert sich deine Gesundheit. Ja, voll kriegst du Krebs, ja, oder stirbst du auch mal so langsam? Boah. Ja, krass, ne? Alter, ich fahr grad ein Elektroauto, das ist so leise. Es summt so. Vorab, ich hab GTA 5 so vor 2 Jahren gespielt, irgendwie für Xbox 360 und hab eigentlich Multiplayer nie wirklich gespielt, also müsst ihr mir wahrscheinlich alles erklären. Pff, ja, Robin, kannst du mal aufhören. Ich such dich auch halt. Ich glaube, ich ziemlich ja, so schon, aber so einfach. Bist du auf der Autobahn drauf? Ja! Achso, ich glaube, du bist seit 10 Minuten. Ich sitze hier, also ich bin jetzt in der Grove Street, Leute, ne? Ja, ich bin so. Ja, das Ding war halt, du warst du meinen, auf Robin, gar nicht und ich war unten, dann bin ich hochgegangen, dann bist du wahrscheinlich runter. Ja, ja, war auch so. Ich hab dich halt als allererstes oben gesucht. Dann bin ich runtergefahren. Ja, da hab ich dich oben. Ich warte jetzt einfach mal. Aber wie soll ich da rüberkommen? Das ist das nächste Problem. Ja, genau! Das ist wirklich einfach. Was geht halt? Könnt ihr euch nicht einfach einen Punkt setzen, wo Marc und ich gleich stehen und dann fahrt ihr nach Radar? Ihr müsst euch doch keinen runterholen da auf der Autobahn. Na, einfach mal zu uns fahren. Ja. Okay. Ich hoffe, feiern sie alle Dell Mark nennt, ey. Ja. Ich kenne den alle Dell, Dell. Nenn mich halt Dell so. Es hat sich halt so eingebürgert in der Klasse irgendwie. Ja, krass. Eigentlich hat er sich auch so vorgestellt. Ja, ich habe halt gesagt, ja, Marc Daniel, oder wenn ihr es kurz wollt, einfach Dell. Ich glaube, ich erledige das hier einfach mal mit denen allen. Wir haben jemanden auf dem Weg zu eurer Location. Warte mal eben, aber das springt mir nicht mein Auto oder so. Bitte einmal weggehen. Es wird jetzt etwas unangenehm. Ja, komm, wir fahren zu denen. Ja, was machen wir mal? Ich würde gerne nicht weggehen. Bitte Abstand halten. Bitte Abstand halten. Preparing bomb. Okay. Target identified. Ja, okay. Bitte Abstand halten, ist egal, ob ich sterbe. Bitte Abstand halten. Airstrike. Ich wusste ja nicht, dass das ein Airstrike gibt. Oh lol, was? Es gibt halt einen Airstrike. Das gibt's doch nicht mehr. Alter, es gibt bei GTA Online gibt's halt kein Airstrike. Kann ich nicht einfach rüberfahren? Leck. Kranker Scheiß, ey. Ich glaube, ich habe gerade CJ gesehen. Robin, ich glaube, ich hab's. Wo bist du? Jetzt bin ich schon wieder woanders. Jetzt bin ich wieder unten. Ja, warte, ich auch. Oh. Leute, kommt doch einfach in die Scheiße. Wenn wir uns jetzt treffen, ey, das wäre Hammer. Ja. Oh, bleib. Hallo. Ist das toll? Bist du tot? Nee, ich bin runtergeflogen. Ich guck jetzt mal auf. Alter, wo seid ihr denn? Bin ich wieder am Lag? Kommt ihr gerade?
Yo, whippt er sich das? Ich dachte, ihr wollt jetzt rennfahren. Jetzt gibt ja, nee, wir, nee, jetzt haben wir, ja, wir haben doch Fahrzeuge getauscht. Achso. Ah, nee, ich glaube, wir haben sowieso einzelne Fahrzeuge. Eigene. Danke. Ja, klar. Oh shit, Mark, was machst du? Ja, Alter. Okay, warte, ich helfe mal. Das ist halt GTA, ne? Jetzt hab ich das wieder. Ich fass dich Gott, ich muss das ein andere Ding jetzt wieder holen. Rüft er sich dann einfach aus meinen Händen, sagt. Oh, hi. Ich rieche Rache. Nee. Unerwartete Rache. Du willst jetzt bloß irgendwie zu denen kommen. Ich hab mir den auch markiert. Stefan, wenn du Bock hast, kannst du sonst noch zugucken. Halt die Fresse! Im Stream. Wichser, Alter. Und da musst du jetzt sein, oder? Halt bloß die Fresse, Alter. Ich könnte gleich auf dem PS hier, Alter. Robin. Kein Kommentar, echt nicht, ey. Jetzt steckt ein. Okay, Leute, ich sollte mich mal hier verziehen. Weil die Bullen 15 halt Minuten, ne? Ich lock mich ein und werde dich direkt umbringen. Da kannst du mal stark von ausgehen. Du bist mir runter. Du kannst mir aber ein bisschen zugucken, ey. Oh, Mann. Wie schwer ist das? Hat einer gerade eine Uhr auf? Wie das ist? 17.30 Uhr. Achso, ist es die... Ah, okay. Ah, ein Scheiter Fußball heute. GTA. Ja, steht eh nur Werder und HSV. Heute oder was heute? Nee. Fußballtraining. So. Bist du doch irgendwie angemeldet? Warst du noch nicht da, ne? Was? Heli. Bist du doch nicht irgendwie angemeldet? Warst aber noch nie da? So, doch, ich war schon da. Ah, ich bin noch nicht angemeldet, aber war schon da. Hä, hey, ich dachte halt, wir wollen jetzt irgendwie in der Grove Street bohren. Ja, ich werde von den Bullen verfolgt, weil irgendwie eine Schießerei angefangen hat. Ist doch stark, dann bringst du direkt die Bullen mit. Von was für 5 Gigabyte redet Jan gerade? Von was für 5 Gigabyte redet Jan gerade? Man, teilweise sind gibt's mal, es hieß am Anfang, dass das ein 5 Gigabyte Patch ist. Das ist in der Street da? Ja, aber nur für Leute, die oh Gott sei Dank. Das Ding ist, ich habe eine Waffe, Alter. So Leute, die Party kommt zu euch. Hat irgendwer eine Waffe für mich? Cool, Party! Let's start it! So, was hat er auspackt? Hört ihr mich eigentlich? Hallo? Ja. Wenn lag ich? Leicht. Ja, also richtig krass, ne? Leicht war es wieder. Wünsche dir auch. Oh Junge, ich war richtig wahr. Fuck, was? CSGO und dich! Alter, der ist ein richtig geiler Parker. Ich wollte nur die Waffe haben. Aber ich wollte nur die Waffe haben. Hast du überhaupt eine Knarre, Merten? Ja, aber nur noch 9 Schuss und nur so eine dreckige Pistole. Alter, der Parker ist. Wo ist die Knarre? Was ist denn das hier für ein Auto? Das... Ich glaube, mein Auto ist gerade draufgegangen. Ah, nee, noch nicht. Oh mein Gott, der lebt noch. Oder gehen wir mal von der Situation aus, ich hätte gerne eine krasse Waffe. Wie kriege ich die denn? Ich muss in den Ammunition Shop reingehen. Ah. Achso, das habe ich auch noch eine Frage. Und zwar, ist es nicht so, dass man ein Level haben muss, um sich Waffen zu kaufen? Das leckt halt so. Was kann man am Anfang haben? Eine Pistole oder was? Nee, Pistole. Ich habe jetzt eine Pistole, Sturmgewehr, Schrotflinte. Robin, schon, aber du hast halt so die Aufsätze, wie irgendwie ein Zielfernrohr oder ein Griff nochmal extra oder irgendwie sowas. Das hast du halt nicht direkt. Robin, willst du mal lustig fand ich direkt? Die Einschusswunden auf meinem Rücken sind genauso rot wie meine Haare. Ist eigentlich einer von euch Jude? Nur so am Rande? Nee, ne? Nein. Nee, Juden sind erwünscht, sagen wir so. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, Juden sind erwünscht. Alles klar. Lass in den Squad-Club flüchten. Ich witter da so immer was, wenn es um Geld geht bei dir. Warte mal auf mich. Was ist ein Kilometer lang und hat 1000 Arme? Ich bin tot. Merten. Ah, ich bin auch tot, aber ich hab den Helikopter noch gekriegt. Er hat sich nur ausschwätzen. Ich bin tot. Aber nice try. Ja, jetzt lass halt mal irgendwas machen, Alter. Ich werde von Wetter. Wir rennen hier jetzt können wir Wettrennen endlich machen. Oh, gleich bin ich fertig und Max kommt jetzt. Was kommt da?
gleich vorbei. Ich krieg deine Waffe, oder? Danke, Robin. Oh, Mert, ne. Robin, dann machen wir jetzt hier so ein Rennanfang mal. Ja, dann... Wo seid denn ihr alle? Lass uns mal irgendwann zum Rennen raussuchen. So ein ja, hier ist doch eins in der Grove Street. Ich fahr hier jetzt einfach rein. Also, sonst muss nur einer reingehen, der kann alle Crew mit einladen. Ja, jetzt rein, bin ich jetzt, hab ich jetzt gemacht. Aber Mert muss das dann auch annehmen. Welches Rennen wollt ihr machen? Keine Ahnung, warte mal. Irgendwas in der Grove Street. Oh nein, jetzt hab ich... Oh, jetzt bin ich vorher reingegangen. Kann ich das abbrechen? Shit. Warte. Na, du. Ja. Oh, shit. Du Lex. Ja, halt. Junge, ich hol's da. Oh, fuck. Ich meine halt, ich wähle den Spielmodus aus und so. Verhandlungslevel, ja, würde ich sagen, dass man nach Bullen sich auf sich ziehen kann, ne? Ja, wieso nicht? Ja, mach aber auch Verkehr an. Was war eigentlich nicht so cooles Verbotrennen, muss ich sagen. Da hat mir nicht so viel Spaß, aber irgendwie. Ach, Autos waren besser. Und dann laden wir rein. Ja, hast du mich eingeladen oder? Das auch lustig ist Motorradrennen. Ja, warte mal. Besser ist jetzt das Merten. Ja, das Mertens Gesicht. Komm mal mit raus. Warte, warte mal. Eben. Es treten halt gerade alle möglichen Leute bei. Warte. Mach die Sitzung nur privat. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Ich hab gesagt. Warte mal. Ey, Alex, schau mal ein, Junge. Ist das deins? Komm mal rein. So, ich hoste jetzt nochmal eine Lobby. Warte. Komm rein. Du musst halt auf der Map so ein Waffen einkaufen. So Pol. Ja, links ist einer. Ne, der ist direkt in der Nähe hier. Hinter dir. Links. Die Straße einfach. Oh ja? Weiter. Ich habe einen ganz anderen auf der anderen Seite der Welt so ungefähr. Oh, da ist aber ein Jetty Worms. War ein Jetty Worms. Ah ne, der hat was abgeworfen. Okay. Junge, wie ich dieses kleine Ding hier feiere, brauche ich halt unbedingt. Hast du das Spiel auch vorbestellt, Mert? Nee. Aber ich habe trotzdem ganz viel Geld. Du Ramon kriegst halt irgendwie nichts mit, ne? Hoho, der konnte. Kann ich auch viel, kann ich auch fast schon was spüren, ne, Robin? Nein, ich meine, manchmal versteht man dich dann nicht, wenn du irgendwie abkackt bist. Was meinst du? Mal Merten, was machst du gerade? Ich kaufe mir jetzt gerade ein bisschen was ein. Achso, weil ich merke schon, wenn ich dich nämlich auch in das Rennen einlade, steht da, dass es blockiert. Dass du blockierst gerade. So, ich nehme mal deine. Ja, halt selber. Warte, was ist denn das? Wo steht das? Präzisionsgewehr, das hätte ich nicht erwarten. Hä? Was soll ich nehmen, Robin? Was ist krass? Ich hab die Bullpop einfach alles, genommen. Du hast noch mehr als genug Kohle. Ich hab die Bullpop mit größeres Magazin, Schalldämpfer und direkt zugekommen. Ich bin sparsam. Okay. Kann man eigentlich andere Leute mit einer Waffe töten, einen Schalldämpfer hat, kriegt man dann auch schnell Sterne? Oder wie kann ich Geld von der Bank nehmen? Also nicht so schnell. Beziehungsweise kommt's drauf an. Musst du gar nicht unternehmen. Ob halt ist. Augenzeugen da sind, ja. Bist du sicher, dass du eigene Fahrzeuge anlassen willst? Nee, mach nicht, das ist unfair. Aber sonst habe ich einen Vorteil. Es gibt zum Beispiel ein paar Missionen, wo du halt so ein paar Leute umbringen musst und halt und wo einbrechen musst und dann Leute killen musst. Mit einer Schalldämpfenwaffe. Und da hören die dich halt nicht. Merten, komm, dreht erstmal hier bei. Da kriegst du auch ein bisschen Geld und Level. Mark, ja, ich würde ganz gerne wissen, wie ich gerade Gate über auf mein, also vom Konto ziehen kann. Alex? Ich glaube, das passiert automatisch, wenn du eine Waffe kaufst. Na dann. Was ist mit Ingame jetzt? Ja, können wir nicht doch irgendwie Ingame reden, weil ich lag halt wie Scheiße auf dem PS. Ja, von mir aus können wir das Ingame machen. Ingame sind wir halt alle etwas leiser. Ja, ist ja egal. Dann können wir nicht einfach auf dem TS bleiben und Alex ist Ingame. Dann hören wir uns alle doppelt, ja. Ingame-Quali ist halt aber die Ingame-Quali ist halt auch echt ganz gut. Es wird so einen schlauen Trick geben. Du bindest dir im Teamspeak auf N oder auch Ingame sprichst. Warte, ihr könnt die gerne so in ungefähr 15 Minuten machen. Ein Ziel, was nicht vorhanden ist, und dann hören das immer alle anderen nicht, wenn du Ingame redest. So ein Trick. Ja gut. Aber ohne Witz, lass dann mal Ingame gehen, Alter. Ja, was hältst du davon, wenn wir das machen, sobald Stefan fertig ist? Ja. Gut, okay, alles klar. So Leute, ihr seid alle beigetreten. Nee, warte mal. Merten, du fehlst immer noch hier. Gib mal Gas jetzt. Beide verwende ich noch. Den Grill. Oder noch eine schöne Farbe aussuchen. Ja, der Farbton. Alter, ich bring dich um. Wisst ihr eigentlich, was wir morgen bei Swagger machen? Nein. Keine Ahnung. Das haben wir noch letztes Farbton. Mal gemacht, vor den Ferien. War da nicht noch irgendwas mit Hardware-Flohmarkt?
Ach ja, und Videoschneiden, was er dann irgendwie gar nicht so richtig ja, ging. Genau. So, ja, dann sind wir doch langsam mal fertig. Ja. Mehr Turn. So, ja, so, wie nehme ich den Invite? Warte, bist du rausgegangen schon? Nee, warte. Also aus dem Laden nur? Nee, genau, das mache ich jetzt auch, oder? Mach mal. Aber mach eigene Fahrzeuge raus, oder? Du bist halt irgendwie, das steht halt die ganze Zeit blockiert. Ja. Okay, was ich mir gegönnt habe. No, weil er halt immer noch nicht joint. Nein. Ah. So, Merten, ich hab dich jetzt mal als Freund angeschaut. Entschuldigung. Ist er schon in der... Marc, ja, eigene Fahrzeuge ausmachen, bitte. Hätte ich das nicht ausgemacht? Ja, mach dir lieber mal aus. Probier mal jetzt, ich hab die Ziel rausgenommen. Hört KB die Sekunden, ich raste aus. Warte mal. Ansonsten, bist du sicher, dass du aufholen anlassen willst? Da drunter, den Scheiß! Bedeutet, der erste ist immer ein Ticken langsamer als der ganze Rest. Bei der 30 kb, 200 kb. Wie viel MB hast du schon von den 380 oder 350? Von 353 habe ich jetzt 251. Nee, du bist halt irgendwie blockiert. Noch 10 100 MB noch, ja genau, noch 10 Minuten. Sehr geil. Ja, woran kann das liegen, dass er blockiert ist? Ja, dann spielt einfach, ist okay. Ich will zocken. Ganz cool. Ich will zocken. Mal gucken, vielleicht finde ich das sogar. Macht erstmal. Gleich. Ich roll. Gut, okay, pass auf, dann machen wir jetzt erstmal. Ich roll gleich. Bläffchen geholt. Warte mal. Ja gut, dann machen wir das sonst jetzt. Erstmal spielen wir erstmal eine Runde, vielleicht geht das ja danach nochmal. Ja, hau einfach mal eine Runde. Ist dein Level vielleicht zu gering, um irgendwo reinzukommen? Er ist offen ab Rang 1. Nein, ist ab 1. Obwohl, warte mal eben. Doch, er ist halt Level 3. Ach du Kacke. Jetzt sind halt auch ganz viele andere Leute eingeladen worden. Ja, drück auf Start. Egal, scheißegal. Solange sie nicht drin sind, ist alles in Ordnung. Oh, okay, wunderbar. Oh komm, Sitzung wird gestartet. Gummi. So, Fahrzeug. Gummi auch noch. Genau. Ich habe ja meine eigene Musik mittlerweile drin, das ist so geil. Kann man eigene Musik mittlerweile reinmachen? Ja, ja. Natürlich. Geile Sache. Der Sender erscheint ab dann. Das ist unter Dokumente, Rockstar Games, dann GTA 5 und dann... Ah, scheiße, muss ich mal demnächst machen. Es geht MPEG 5 Musik, es geht MP3, es geht eigentlich so ziemlich alles. MPEG 4. Ja, genau. Also MP4 halt. Eine wichtige Frage habe ich noch, und zwar kann man eigentlich eigene Musik vom PC irgendwie das Radio laufen lassen, oder geht das nicht? ja, habe ich ja gerade gesagt. So, ja, ich habe gar nicht zugehört, so am Rande, welche Sprache, die ist gerade, alles klar. Über Dokumente, das kannst du theoretisch jetzt schon machen. Also du bist also ja auch so, dass andere Spieler das hören können, rein theoretisch? Nein, aber so nicht. Ja, gut, nur du machst den ganzen Film, na klar. Das natürlich, okay. Windschatten vor Sonnen, hoffentlich. Wenn ich sterbe, habe ich meine Waffe jetzt noch, ne? Ja, Alter, verpiss dich doch! Jo, ey, wer hat mich hier gerade überschlagen? Guck, ich bin komplett raus, ey. Oh, Leute, irgendwer geht hier hoch. Oh, Mann, Alex! Was soll ich denn sagen? Ich lag da hier auf dem Rücken. Ja, der Wurst so schmeißt Bomben und das kann ich halt noch, das kann ich halt noch nicht. Doch, kannst du. Du musst sie einsammeln. Die liegen auf der Straße, wie bei Mario Kart. Wie bei Mario Kart, ja. Ey. Ja, super. Mario! Das ist echt so, ja. Wo wächst das? Muss man das aktivieren und wie kann man respawnen am letzten Punkt? Nach oben, Mausrad. Wie kann man beim letzten Punkt respawnen? Warten. Ach so, da hab ich keine Ahnung. Irgendwie Dolph. E oder A versuchen oder R oder irgendwie sowas. Ich meine, bin ich 2 von 4, das ist schon ein guter Schnitt. Alter. Ich hätte mal nicht das GTA-Rennen anmachen sollen. Wo aktiviert man diese Sachen? Ich weiß es nicht. Auf E. Jetzt habe ich die voll verfehlt. Ich auch. Oh Junge. Richtig, Mann. Danke, dass mir das mal einer sagt, Alter. Ja, Mann, ey. Aua! Die Bullen sind auch schon hier vorne. Boah, bei mir leckt es noch ein ganz klein bisschen hier. Bei mir auch. Bei mir nicht. Bei mir ist stabil. Doch, jetzt ist Server. Doch, ich sehe es.
Also die Server sind, also Frame Rate ist stabil, ich lasse mir die ganze Zeit anzeigen. Aber die Server sind ein bisschen. Aber gut, im Gegensatz zu der 360 damals, da ging ja gar nichts. So, ich warte mal auf euch hier. Alex, ey, du bist so schlecht, das war so. Ja, du Hoden, halt das... mal dein Maul, Junge, halt mal dein Maul! Das hat man so geweedet. Ja, ich lecker mich! Bam! Was? Was? Maul, Mann! Jetzt hab ich dich gekillt. Spasti, Alter. Scheiße! Sag nicht ehrlich, ich bin Erster. Jo, komm her, nein, nein! So kurz aufs Ziel, fick dich, Robin! Das macht aufs Maul, das Schüler. Euch, Junge! So, Leute. Ich kann auch noch zuschauen. Das kommt man so weed. Ja, ich bin erstmal sehr gut. Das wäre ja auch bitter. Was meinst du? Das ist saubasic bitter. Das war jetzt schlecht, Alex. Ich habe. Ich dachte, ich baller dich da weg. Ich habe halt aber auf dich geschossen. Hast halt nur gelacht. Ich weiß nicht, auch auf dich. Oh Mann, ich jetzt feiere dich die Socken. Alter. Bitte, was hast du? Da weiß man ja schon, wie man auf den Sack gehen kann, wenn ich mit zocke. Ach, halt's Maul. Bitte, Junge. Aber es war arschknapp, ey. Ich werde dich halt in Tank spawntrappen oder so, wenn du mir auf den Sack gehst. Ich werde einfach von der Garage stehen bleiben und dich spawntrappen. Den ganzen Tag, bis du dich ausloggst. Haben wir nochmal Bock auf den Rennen? Ja. Hier, gibt's Motorrad irgendwo? Nee. Route 68 nehmen wir. Route 68. Ja, die kennen die ganzen Maps hier, voll die Vorteile. Ich aber auch nicht, ich kenn die aber auch nicht. Oh, hi. Was hier, Alter? Ich bin Robin. Was ist er? Was ist der Verlierer? Oh, was ist Alex? Warte, das was ist Alex? Alex in nicht schlagen. Aber schon auch genau so ein schlechter Gewinner, ne? Wenn er gewinnt, ist er assi drauf. Ja, ich bin der beste Gewinner aller so, Zeiten. So, Punkt zu Punkt. Klasse. Boah, Mann. Jetzt Merten nochmal einladen. Das dauert immer ewig hier. Warte. Gleich. So, Tageszeit, Nacht. Wetter 50 aktuell. MB noch. Ja, probier mal, ansonsten fahr ich auch gerade mit dem LKW irgendwie alle Autos von der Autobahn, das ist auch ganz nett. Let's get this party. Also wenn Stefan fertig ist, machen wir Ingame, ne? Also Ingame-Voice. Marc. Was? Wenn Stefan fertig ist, machen wir Ingame-Voice, ne? Ja, 50 MB noch. Nee, sogar nicht mehr. Ja. Oder ich stehe halt mit Ingame-Voice, das ist halt ein Problem. Sobald halt einer nee, die Session verlässt und zum Beispiel das Rennen startet, hörst du ihn halt nicht mehr. Einladevorgang ist bei mir noch bei. Ja, wir machen aber halt irgendwie eh alles zusammen, also von da. Ja gut, aber wenn einer halt das Rennen startet, ist er halt für kurze Zeit. Ja, mal schauen weg. Wir dann halt mal. Ja, aber ich leck halt sonst echt wie Scheiße und so die ganze Zeit. Wann kommen deine 100 Kader? Ansonsten kann man theoretisch auch anmachen, den Ingame-Chat, also alle machen ihn an. Ja, deswegen. Und dann auch privat. Theoretisch, also dann, das sowieso, also auf uns alle halt, aber man kann theoretisch alles klar. Hören ausmachen. Also, dass man nichts hört vom Rest, aber was sagen kann. Your channel was edited. Würde bedeuten, dass wir jetzt nicht mehr doppelt hören. Boah, wer ist das da? Was ist das für eine Scheiße, meine Kip gerade? Ja, leckt ja Alex nicht. Was ist das denn für eine Quali? Ich verstehe kein Wort. Nein. Das leckt Alex nicht. Scheiße. Ah, jetzt geht's wieder. Was habt ihr denn gerade für eine scheiß Quali gehabt? Ja, ich hatte das schlecht. Alter, ich hab kein Wort verstanden. Ich hab halt schon 30.000 jetzt mal probiert, Merten einzuladen und es geht halt nicht. Dann fahren wir noch ein Rennen und dann scheiß drauf. Ja, mach schon, ich mach's. Wie gesagt, ich hau grad die Autos von der Straße. Ist auch ganz nett. Mhm. Wie lange nur bis 19 Uhr Zeit? Bitte? Was meinst du? Der hat irgendwas gemeint, ich hab nur keiner verstanden. Was hast du gesagt? Soll ich ein getuntes Fahrzeug nehmen? Nee. Wir nehmen alles irgendwas. Irgendwas ungetuntes, okay. Vorgegebenes. Dann nehme ich. Das ist halt. Ja, ist halt fairer. Ja, Freunde. Ja. Ich nehme Porsche, habe ich jetzt Bock drauf. Also wenn wir alle irgendwie Level 50 sind, dann gerne, aber jetzt noch nicht. Wollen wir alle $100 wetten oder so? Ja, auf geht's! Ja, toll, das war... Meine Wette, ich habe jetzt glaube ich auf 200 gemacht. Ja, dann haben wir nicht... Ah, diesmal bin ich nicht ganz hinten. Nein, ich bin da ganz vorne, ich kenne die Map nicht. Ich bin ganz vorne. Oh, Alex. Ach so, ich fahr halt mein Low-Banshee, Alter. Macht Alex platt. Ach so, ich hab halt nichts. Ja, Junge,
Er zieht das schon instant vorbei. Gut, Gewinner steht fest, GG. Hä? Alex war eben neben mir, auf einmal ist er weg. Ja, eben, ja, ja, okay. Ja, guck mal, Klecker kann das halt nicht gewinnen, Alter. Okay, Oh, Alex, ey. Du teleportierst dich richtig. Das ist meine Taktik, das ist meine Taktik. Schade. Ja, das gewesen, ne? Ja, es wäre so geil. Fick dich, ey. Oh shit. Kopf, was los, Alter? Oh nein! Scheiße! Oh, ich habe richtig Spaß. Oh, oh nein, alter Wichser! Yes! Dann machen wir nach dem Rennen in die Gäste. Ja, bitte. Ja. Ich frag mich echt, ob Kilian das überhaupt spielen kann. Ja. Ja, der leckt ja. Bei dem ist ja nur ein Drittel der Geschwindigkeit. Der leckt ja noch krasser als ich. Nein! Doch nein! Sind wir vorbei jetzt? Er guckt halt mal auf der Map, wo ich noch bin. Ich fahr halt. Was machst du da? Ich fahr halt einmal auf die Map und fahr nach rechts. Ich fahr halt die ganze Zeit straight, aber ich hab halt Standbilden und steh ich halt erst noch eine Sekunde. Ja gut, das ist halt echt scheiße. Ich bin halt mal ernsthaft drin. Hallo, Tosse auf der Fahrbahn! Oh. Das war meine Tosse. Boah, shit, der holt auf. Das ist halt dieses Aufholen, das sechs Aufholen ist an. Matt, mit wie viel FPS spielst du? Ich hab keine Ahnung. Droppst du manchmal in den Frames? Ja, wenn ganz viel abgeht, irgendwie ganz viele Polizisten auf dem Haufen sind oder sowas, ansonsten nicht. Boah, jetzt hab ich auch. Boah, scheiße, Alter! Ich wär da voll vorbeigekommen! Direkt irgendwo rein. Du Penner! Du Penner, das Team kommt gleich! Der kommt uns wieder näher, der da hinten. Nein, ich will nicht hinter mir. Vergiss gleich doch an. Oh. Weil der nicht fahren kann, yes! Pass bloß auf! Wie geil es aussah! Kappa, Kappa! Komm schon, Kippo. Den leisten Platz, den will ich haben. Ah, das wird zu knapp, glaube ich. Boah, hab ich einen Spaß an dem Rennen. Ja, warum bist du auch so weit? Nein, das gewinnst du. Ja, weil ich halt immer Standbild hab und dann bleib ich halt stehen komplett. Ja gut, zweiter. Okay. Jetzt guck mal halt mal zu, wie ich rumlegge, Alter. Ja, warte. Boah, hab ich einen Fun. Oha, das wird ein spannendes Rennen hier. Warte. Oh Gott. Ich kann halt nicht zuschauen, weil du bist halt sowieso Letzter. Mm. Doch. Ja, jetzt schaue ich ihm zu. Einfach dadurch, dass man dem Letzten zuschaut. Das mache ich easy, Boys. An das Ziel komme ich sicher noch ran. Yeah. Liebe Energy hier. Leute, ich wollte euch kurz B Glätz geben, dass ihr gerne schon mal in den Ingame-Chat gehen könnt, weil jetzt sowieso Max da ist. Das heißt, ich komme heute Abend erst wahrscheinlich schuldig dazu. Gut, alles klar, dann hau rein, ne? Alles klar. Chill, Leute, das ist los. Hau rein. So, dann quill ich mal den CS. Ja, ich auch. Dann bis gleich.